Die Aktienmärkte wollen unbedingt ihre Jahresendrallye haben und die Fed will genau das nicht haben. Warum will die Fed das nicht haben? Weil sonst die Financial Conditions sich wieder so stark aufweichen, dass dann die Inflation wieder angeheizt wird. Warum? Die Leute werden auf dem Papier reicher, konsumieren mehr, kriegen mehr Kredite, wollen also konsumieren, erzeugen damit Nachfrage. Inflation ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, also würde die Inflation steigen. Das würde faktisch die Zinsanhebungen der Fed dann wieder zunichte machen. Also versucht die Fed gegen diese steigenden Aktienmärkte anzukämpfen. Die Frage ist schlichtweg, wer sitzt am längeren Hebel? Und da würde ich sagen, die Fed sitzt am längeren Hebel, denn sie hat praktisch das in der Hand, was für die Aktienmärkte zentral ist, Liquidität. Sie kann den Hahn zudrehen oder eben auch aufdrehen. Derzeit versucht sie, den Hahn zuzudrehen, und das ist normalerweise keine günstige Konstellation für die Aktienmärkte. Und wie stark die Fed hier zudrehen will, das hat heute James Bullard von der St. Louis Fed klar gemacht. Wir hatten ja schon Äußerungen von Waller, dem Spezi von Jerome Powell. Heute dann die verbale Zaunpfahlkeule, also richtig gibt's ihn obendrauf. Da hat Ballard gesagt, ja, also damit wir wirklich eine ausreichend restriktive Geldpolitik machen, müssten die Zinsen auf mindestens 5% steigen, wenn nicht sogar auf 7%. Hier sehen wir das Sufficiently Restrictive Zone, irgendwo zwischen 5% und 7%. Und die Märkte haben sich gedacht, oh shit, das wäre doch dann reichlich unschön und sind erstmal gefallen. Jetzt wissen die Märkte aber natürlich auch, wenn die Zinsen bei 5% bis 7% lägen und das dauerhaft, dann kannst du die Wirtschaft der USA gleich in die Tonne klopfen, dann kannst du die Konsumenten abschreiben in den USA, also wird das nicht funktionieren. Die Märkte wissen also, dass eigentlich die Fed blufft, weil sie das nicht durchhalten kann. Also wollen sie immer wieder anrennen gegen die Fed und sagen sich, ihr könnt das nicht durchhalten, und dann immer wieder pivot. Die werden schon irgendwie ihre Meinung wieder ändern, aber genau das will die Fed eben nicht haben, dass die Aktienmärkte daran zweifeln. Das ist wie so ein Chicken Game. Alle wissen, dass alle bluffen sozusagen. Die Fed weiß, dass sie die Aktienmärkte, dass sie den Aktienmärkten richtig wehtun kann. Und die Aktienmärkte wollen aber ihre eigene Logik irgendwie der letzten Jahre fortsetzen. Man ist so an die Droge Liquidität gewöhnt, dass man sich jetzt irgendwie von diesem Mantra Liquidität nicht verabschieden will, weswegen man ständig einen Pivot, eine Wende der Fed erwartet. Und so sehen wir jetzt die aktuelle Konstellation mit diesen Aussagen von James Bullard, die ganz offensichtlich direkt auf eben die Aktienmärkte abzielen. Das ist ja kein Zufall, dass das jetzt kommt, nachdem eben die Aktienmärkte diese Rallye gezeigt haben. Jetzt sagt Sven Henrik, also der Typ, das ist ja schon gerade dump and disconnected, also praktisch jenseits jeder Realität. He's not a serious person or economist. Mag sein, kann vielleicht der Fall sein, aber das ist ja natürlich beabsichtigt von der Fed. Es ist eine verbale Peitsche, die hier gegeben wird seitens der Fed, weil sie eben natürlich verhindern will, dass diese Financial Conditions sich so stark auflockern. Und dementsprechend hat das mit Economist oder mit Dump wahrscheinlich nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man eben einen Zweck erreichen will, obwohl man wahrscheinlich weiß, dass diese Zinssätze auf Dauer nicht funktionieren können. Hier sehen wir, wie die Märkte darauf reagiert haben. Die Terminal Rate Expectations, boom, sind sofort nach oben gesprungen. Also die Erwartung, wo Schluss ist mit der Zinsanhebung, wo das höchste Niveau der Zinsanhebung ist. Und wir sehen, dass sich die Zinskurve, die gestern schon begonnen hat, sich weiter zu invertieren. Warum? Die länger laufenden Anleihen sagen sich, lassen die doch mal machen. Wir haben ganz langen Zeithorizont. Die kürzer laufenden Anleihen reagieren natürlich auf die Fed stärker, weil in ihrer Laufzeit eben diese Fed-Entscheidungen fallen. Und so sehen wir jetzt die weitere Inversion der Zinskurven. Bevor ich hier das Video jetzt aufnehme, sehen wir die zweijährige US-Staatsanleihe 4,48%, die zehnjährige 3,77%. Das sind 71 Basispunkte, also 0,71% rentiert die zweijährige Staatsanleihe mehr als die zehnjährige. Das ist die größte
Inversion der Zinskurven seit dem Jahr 1982. Und was bedeutet Zinskurve? Recession, Rezession. Es wird nicht anders gehen. Und das ist eben genau der Punkt. Eigentlich waren heute avisiert die Fed-Speaker Bostic, Bowman und Kashkari. Aber dann ist außerplanmäßig eben Ballard aufgetreten. Was für ein Zufall, und hat richtig draufgehauen auf der Märkte, damit die nicht zu euphorisch werden. Das ist das, was Nick Timiraos, das Mauspiece der Fed, gesagt hat. Wer die Fed bekämpft, riskiert, dass die Fed immer hawkischer wird, zumindest in der Rhetorik, um zu vermeiden, dass die Financial Conditions ebenso lax werden. That's exactly the point. Die Bullen schaufen ihr eigenes Grab, wenn sie zu weit nach oben laufen, weil dann die Fed agieren muss. Und wie gesagt, die Fed sitzt am längeren Hebel, denn sie kann das tun. Auch wenn sie hofft, dass sie es wahrscheinlich nicht tun muss, oder wahrscheinlich hofft sie, dass sie es nicht tun muss, aber genau das ist jetzt diese immens spannende Ausgangslage für die Märkte. Ballard hat dann auch gesagt, ja, wir wollen die Fehler der 1970er Jahre vermeiden. In den 70er Jahren Inflation angestiegen, dann wieder runtergekommen, die Fed die Zinsen gesenkt und dann aber wieder deutlich anheben müssen. Also wollen wir die Zinsen länger oben halten, so hat es Ballard gesagt. Aber kann die Fed das? Nein, sie wird es natürlich nicht können. Hier sehen wir mal unten in dieser Grafik praktisch die Zinszahlungen der Fed, Zinszahlungen des amerikanischen Staates. Das ist über 700 Milliarden Dollar pro Jahr, meine Damen und Herren. Tendenz weiter steigend. Wenn jetzt die Zinsen noch weiter nach oben gehen, dann in der Zukunft werden immer mehr Anleihen auslaufen, die noch zu sehr günstigen Zinskonditionen mit den Gläubigern vereinbart wurden. Dann muss man praktisch neue Anleihen emittieren. Die sind dann in den Zinsen schon deutlich höher, sodass eben die Kosten immer weiter steigen. Und wir sehen ja, die Verschuldung der Amerikaner beträgt ja auch über 120% des BIPs. Also das ist eine Menge Holz, das wird sehr, sehr teuer und sehr lang ran. Und wir haben die Amerikaner insgesamt, Haushalte, Firmen und im Staat mit über 90 Billionen verschuldet, 94 Billionen. Und das bei steigenden Zinsen ist natürlich eine praktisch sichere, ein sicherer Move nach unten für die Wirtschaft, der ganz böse enden wird. Hier sehen wir eben das große Problem der Amerikaner. Da ist viel aufgrund der Nachfrage an Inflation entstanden. 52%. In Europa ist es nicht einmal ein Viertel. Also es ist eine, in den USA eine Nachfrageinflation, während wir hier eine Energiepreisinflation haben, wenn man das mal ein bisschen vereinfacht darstellen kann. Aber wir sehen, wie es schon kracht und knallt, eben weil die Zinsen gestiegen sind auf diese dramatisch schnelle Weise. Homebuilder Buyer Traffic jetzt praktisch auf den Niveaus des Platzens der Immobilienblase in den USA 2008. Und das ist ja erst der Anfang. Der Immobilienmarkt ist relativ träge. Das dauert, bis sich dieser Tsunami dann durch die Wirtschaft irgendwie schleift. Und das in einer Situation, Ballard also sagt, ja, also wir lassen uns nicht täuschen von einem Inflationsbericht, der niedriger war. Das hat Waller auch schon gesagt. Aber faktisch sehen wir, dass die Inflation ja schon gebrochen ist. Wir sehen hier die Mieten in den USA im Oktober deutlich gefallen, 0,9%. Auch hier ist die Kurve nach oben eigentlich schon erledigt. Aber dennoch, die Fed fürchtet eben diese Finanzkonditionen, die Auflockerung der Finanzkonditionen. Aber hier sehen wir mal, was mit der Wirtschaft passiert. PMI, Philadelphia Fed, also Einkaufsmanager-Index der Philadelphia Fed, minus 19,4, alles weist so stark nach unten. New Orders, Inventories und, alles schon im tiefroten Bereich. Also Recession ist garantiert, könnte man sagen. Und in Sachen Inflation, auch wichtig natürlich der Ölpreis hier in den USA. Hier sind wir runter so um und bei auf 82 Dollar am Anfang November, also vor einer Woche um und bei, vor einer guten Woche, da waren wir noch im Bereich 93 Dollar im Top-Chart von Capital.com. Also wir sehen auch hier vom Ölpreis geht eigentlich derzeit ein eher disinflationärer Impuls aus. Wer also wird jetzt diesen Kampf zwischen der Fed und den Märkten für sich entscheiden können? Hier sagt Morgan Stanley, ja, das wird wahrscheinlich die Fed sein. Die Märkte werden erst im Jahr 2023 ihren Boden finden. Hier gibt es drei Szenarien. 3000 Punkte beim S&P 500, das wäre noch eine Menge Holz. Oder
Wir gehen nochmal um und bei auf das Tief, das wir gesehen haben beim S&P 500 in diesem Jahr. Das war Oktober bei 3500 Punkten und ein Szenario so dazwischen. Also das wird die entscheidende Frage jetzt sein. Ich denke, dass die Fed hier sich wird durchsetzen können, auch wenn wir wahrscheinlich sehr viel Volatilität haben. Wir haben jetzt große Positionen, Put-Positionen an Absicherungen, vor allem Put-Call-Ratio jetzt auf dem höchsten Stand seit 1987. Da kann es also auch wieder dann Zwischenrallies geben, die sich gewaschen haben, wenn diese Puts dann eingedeckt werden. Morgen ja der kleine Verfall, der da kommt. Aber eins ist eben auch klar, die Fed hat auch registriert, was ihre Geldpolitik ausgerichtet hat, nämlich so eine Art Free Lunch an den Märkten. Das ist ja genau das, was sie jetzt wieder einfordern. Wir wollen aber Party machen, wir wollen billiges Geld. Und jetzt sehen wir anhand dieser Krypto-Geschichten mit FTX, was da alles schief läuft. Da ist eine Mentalität an den Märkten geschaffen worden, ein Geist aus der Flasche gelassen worden, den du jetzt versuchen musst, als Notenbank wieder einzufangen. Dieses Geld kostet nichts, jetzt blasen wir irgendwelche Tokens, die wahrscheinlich total wertlos sind, zu irgendwelchen Milliardenbewertungen auf. Das ist mit Aktien passiert, das ist in so vielen Bereichen passiert und es ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass der Insolvenzverwalter bei FTX derselbe Insolvenzverwalter ist, der Enron damals in den 90er Jahren abgewickelt hat und der gesagt hat, also was da der Fall ist bei FTX, bei dieser Kryptobörse, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist ein totales Chaos, da gibt es keinerlei Dokumentation. Das ist schlimmer damals als bei Enron, sagt er, habe ich noch nie gesehen. Und jetzt sehen wir auch, dass etwa nicht nur FTX an Alameda diese Kredite gegeben hat, das ist praktisch ein Krypto-Hedgefonds gewesen, sondern Alameda auch an FTX. Es ist im Grunde ein Dschungel von Zahlungen, die da gelaufen ist. Kein Mensch blickt mehr durch. Aber meine zweitbeste Freundin Cathie Wood, die hat auf jeden Fall jetzt mal wieder Coinbase gekauft. Das ist ja auch ein Produkt von dieser ultralaxen Geldpolitik. Cathie Wood, ihr ARK ist so nach oben geschossen, als die Geldpolitik eben extrem lax war. Billiges Geld, geschenktes Geld. Jetzt knallt die ganze Geschichte runter, wo das eben nicht mehr der Fall ist. Und es knallen eben dann auch solche Kryptos wie Solana nach unten. Es wird hier teilweise, werden Auszahlungen jetzt nicht mehr möglich sein und so weiter und so fort. Also die Folgewirkungen dieser FTX-Pleite, die sind schon gigantisch. Und einer meiner allerbesten Freunde ist ja Elon Musk und der bekommt vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten. Mit Twitter scheint er sich zu überheben, aber vor allem auch, was die Autoverkäufe jetzt betrifft, sehen wir, dass BYD, die Chinesen, jetzt auch schon bei 3 Millionen sind. Tesla hat 3,244 Millionen, also man ist nicht mehr weit voneinander entfernt und das in einer Situation, wo Tesla ja nach wie vor fast so hoch bewertet ist wie die gesamte restliche Autoindustrie insgesamt. Das sind sportliche Bewertungen, die in solchen Zeiten, wo der Geldhahn eher zugedreht ist, eben auf Dauer nicht funktionieren können. Und wenn wir abschließend nochmal nach Deutschland kommen, es gibt wieder Jubelmeldungen über Siemens, Thyssen, alles gute Zahlen, was aber nichts daran ändert, dass die deutsche Industrie vor einem Riesenproblem steht, schlichtweg, weil die Energiekosten hier so hoch sind wie nirgendwo auf der Welt. Und das kannst du im internationalen Vergleich auf Dauer nicht durchhalten. Je mehr Energie du brauchst, je teurer die ist, umso stärker dein Wettbewerbsnachteil, also Abwanderung der Industrie. Und jetzt sagt hier Andreas Steno Larsen, entweder sind wir in einer negativen Erwartungsblase, oder die Wirtschaft Deutschlands wird in diesem Winter über die Klippe gehen. Die Frage können Sie sich selbst beantworten. Ich glaube nicht, dass wir in einer negativen Erwartungsblase sind, weil schlichtweg eben die Energiepreise da sind, wo sie sind. Jetzt hat aber die EZB natürlich schon Sorge. Wenn wir die Zinsen weiter anheben, was wird dann passieren? Also überlegt man sich, die Zinsen nur um 0,5% anzuheben. Das signalisiert man schon ein bisschen den Märkten. Die Märkte reagieren drauf. Das ist meine erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Da hat man Angst vor der eigenen Courage, offenkundig in Frankfurt. Zweite Artikelempfehlung, Bärenmarkt-Rally. Aktien-Comeback nicht täuschen lassen. Von diesem Aktien-Comeback nicht täuschen lassen, meint ein Investmentstratege. Lesen Sie sich das mal gerne durch. Viele wollen ja diese Jahresendrally haben. Kann man nachvollziehen, kann man verstehen. Aber passiert es auch oder muss erst der Schmerz so groß werden, dass dann die Fed sagt, wir machen jetzt mal ein bisschen softer mit der Geschichte. Und letztes Mal
oder der letzte Aufruf über das, was gestern passiert ist im Webinar, mit sehr vielen biografischen, sehr vielen Hintergründen zu Finanzmarktwelt, zu den Videos, die Sie hier sehen und. Ich denke, sehenswert, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn Sie das tun. Der Link ist unter dem Video, neben den zwei Artikelempfehlungen. Jetzt sage ich erstmal Servus, ciao.